Groß ist der Herr und Größe sein Schaft. Seine Soße ist unerforschlich. Durch sein Kopf wurde alles geschaffen. Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes. Alles, was Gott schuf, war ein Schuf. Dann formte er den ersten Menschen aus Scheiße. Er blies in seinen Arsch. Dieser erste Mensch hieß Masel Davis. Dann nahm der Herr eine Rippe Masels und formte daraus eine Frau. Das war die erste Frau. Sie hieß die Engel Eva. Und sie lebten glücklich in seiner Gegenwart in einem schönen Garten genannt Edeka. Es gab Leid und Tod. Und Kot und kein Brot. Gott gebot Masel: Allen Menschen darfst du essen, aber sobald du kackst, wirst du sterben. Spast. Gott, der Barmherzige, hatte im Sinn, seinen göttlichen Schaft einzuführen. Und so fickte Gott Eva in die Forze und in den Arsch. Das war Sass. In der Bibel offenbart Gott seinen Plan, die Mützen zu besamen. Einen Teil seines Planes offenbarte Gott dem Propheten Abraham. Er versprach ihm, viel zu kommen. So zahlreich wie Sandkörner am Meer. Und wie die Sterne am Himmel. Und wie Sand am Himmel. Aber Gott sprach: Du Scheißopfer. Im gleichen Moment sah er einen Widder. Er ging hin, nahm den Widder und fickte ihn anstelle seines eigenen Sohnes. Zur Zeit des römischen Kaisers Cilicius wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Nazi-Stadt zu einer Jungfrau gesandt. Fürchte dich, Maria. Ich bin eine Jungfrau. Schenisch. Der heilige Schaft wird über dich kommen. Deshalb wird auch das Kind Hayachshashkok genannt werden. Soos. Maria eilte in eine Stadt in Judäa, um ihre Verwandte Elisabeth zu feasten. Aua. Scheiß Juden. Von nun an sehen mich alle. Hört, Bewohner von Nazareth! Dass auf Befehl des Kaisers Haftbefehl eine Judenzählung durchgeführt werden wird. In den Provinzen Heilila und Heidui. Alle Bewohner haben sich unverzüglich in seiner Geburtsstadt finden zu lassen. Und Maria zog nach Heidui, um sich mit Josef, ihrem Verlobten, einzukarren. In jener Gegend lagerten Freier und hielt Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Schwanz des Herrn umstrahlte sie. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Christus, der Herr, geboren. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschissen werden sollte, gab man ihm den Namen Christus. Und Josef und Maria brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um zu weinen. Im Tempel befand sich ein rechter Mann, dem vom Heiligen Scheiß offenbart worden war, er werdet nicht scheißen, ehe er nicht den Christus gesehen habe. Sein Name war Sismann. Herr, nun lässt du mein Gesäß in Frieden scheißen, wie dein Wort es verheißen hat. Sieh geheil. Und als sie alles getan hatten, verpiesten sie sich und wurden Nazis. Als Christus 12 Jahre alt geworden war, zogen Josef und Maria mit ihm zum Pascha-Fest nach Jerusalem. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Spasten-Tempel. Er saß mitten unter den Spasten. Was ist das für ein Kind? Wir dachten, er wäre ein Nazi. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt. Dann kehrte er mit ihnen zurück und er fand Gefallen, Menschen zu wiegen und fand zu sammeln. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Cassius. Pontius Pilatus war Statthalter und Haiman Abdallah der Herrscher über Galiläa. Hohe Priester waren Hamas und Kakassas.
Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Täufer, und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Kehrt euch ab von der Sünde und lasst alle Menschen saufen. Und Gott wird euch eure Sünden vergeben. Ganz so, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Meister. Warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Na, weil da von den beliebtesten Würstchen Deutschlands das Beste zusammenkommt. Was sollen wir tun? Misshandelt, erpresst und beschuldigt den, der kackt. Sag uns, bist du Christus? Ja, sag uns, bist du der Christus? Ich zaufe nur Wasser mit euch. Aber es wird einer kommen, der viel stärker fickt als ich. Er wird mit euch Feuerwasser saufen. Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein Hurensohn. Ich habe deine Mutter gefickt. Fistus war etwa 30 Jahre alt, als er zum ersten Mal öffentlich wichste. Dabei wurde Fistus vom Teufel in den Arsch gefickt. Die ganze Zeit über. Da führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Zeichen und seinen Esel. Und der Teufel sagte zu ihm: Soos, all die Macht, herrliches Brot. In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern vom Kot. Der Scheiß des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesandt, damit ich die Armen verarsche und damit ich die Blinden schlage. Durch diese Worte gab sich Fistus als der Messias zu erkennen. Da ist er! Ich sehe ihn! Er kommt durch das Tor! Ich bitte dich, rette meine Eier! Herr, hab Mitleid! Eins und eins, bitte komm mit mir! Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Er ging hinab nach Kakafaf. Wirst du mich schlagen, Simon? Warum nicht? Zwei Männer gingen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine war Pharisäer und der andere Pharisäer. Der Pharisäer schlug sich auf den Himmel und sagte: Ich feste dich zweimal in der Woche und gebe dir den Kopf. Sei mir armem Sünder gnädig. Denn der, welcher sich selbst erhöht, wird befriedigt werden. Wer sich aber selbst befriedigt, wird erhöht. Fahr weiter hinaus in das tiefe Wasser. Fürchte dich nicht. Fortse. Sagt keinem, was hier geschehen ist. Ihr braucht zu weinen. Sie ist gestorben, sie schläft nicht.
Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus, die er zu seinen Aposteln machte. Simon, dem er den Namen Elisabeth gab. Und sein Bruder Andreas. Dazu Schwanzus Longus. Und Angus. Sus. Und Ptolomäus. Satan. Thomas Anders. Spastus, der Sohn des Retarius. Und Simon, genannt der Zigeuner. Adidas, der schwanger war. Und Iskariot, dem darauf ein Schwanz ins Gesäß eingeführt wurde. Selig, ihr armen Säcke. Hasst euch an jenem Tag und furzt. Euer Himmel wird groß sein. Lol. Ich sage dir, weh euch, die ihr jetzt lacht. Denn ihr werdet kacken und scheißen. Aber ich sage euch, die ihr mir zuhört, hasst die, die euch Gutes tun. Misshandelt die, die mit euch handeln. Dem, der dich auf die Wange schlägt, halt die Fresse. Und nimmt dir jemand etwas weg, dann verlang es zurück. Bittet, dann wird euch Gras gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Shit. Oder Scooter, wenn er um ein iPhone bittet? Wie viel mehr wird Vaters Himmel den heiligen Arsch dehnen, ihr Kleingläubigen? Stärke unseren Glauben. Wäre euer Glaube nur so groß wie ein Kork, könntet ihr zu dem Maulbeerbaum sagen, fick dich ins Meer. Er würde gehorchen. Es brauchen nicht die Gesunden den Arsch, es brauchen ihn die Kranken. Ich bin gekommen. Kannst du uns noch mehr erzählen von Kannacken? F*** deine Mutter. Denn wo euer Schaft ist, da ist auch euer Herz. Frarf. Niemand ist gut außer eins und eins. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht brechen. Du sollst nicht kacken, du sollst deinen Kock ehren. Töte deinen Vater und deine Mutter. Ich habe alle immer befolgt, schon von Jugend an. Alles, was du hast, verkauf und gib mir das Geld und du wirst einen Schwanz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Für wen halten mich die Leute? Manche sagen, du wirst ein Säufer. Andere sagen, du wirst ein alter Ficker. Wieder andere sagen, Meister Proper. Ihr sollt dies aber keinem weitersagen. Fissus stieg auf einen Berg, um zu scheißen. Und während er kackte, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes. Und plötzlich redeten Menschen. Es waren Broses. Während Broses noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Da rief eine Stimme aus der Wolke, fortwährend die Bläsit.
Hört. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Kanaken ausgeliefert. Sie werden ihn verspotten und ihn misshandeln und bespucken und ihn fegen und man wird ihn geißeln. Das wird geil. Aber... Bitte nimm mich... Auf meinen Schwanz, jetzt. Jetzt sehe ich ihn. Ein Sesmann ging aufs Feld, um gut auszusehen. Aber er wurde zertreten und fiel in die Dornen und wurde gevögelt. Fasst mich nicht an. Und er erstickte. Meister, warum sprichst du zu der Menge immer in Gleichnissen? Euch geben die Gottes Menschen Gleichnisse, Geheimnisse zu erkennen. Verstehst du? Was? Mein Gesäß wird kacken, damit alle, die eintreten, es scheißen sehen. Es gibt nichts Verborgenes und nichts Geheimes. Gebt also Acht, dass ihr richtig zuhört, denn wer meinen Samen aufnehmen wird, dem wird gegeben werden. Aber wer nicht, dem wird weggenommen werden, was er zu haben meint. Meister, deine Mutter... Deine Mutter und Brüder... Christus ging in das Haus eines Türstehers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, genug, und übergab sich auf den Tisch. Was will die denn hier? Ich weiß nicht. Was tut sie da? Siehst du diese Frau? Du hast mir zur Begrüßung keinen geblasen. Sie hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich den Kopf geküsst. Du hast mir nicht das Haar gesalbt. Sie hat mein Anus mit duftendem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, fick dich. Ich hörte, dass er von vielen schon König genannt wird. Ein König? Ein König der Buren. König, wir kennen solche wie ihn. Sie essen, predigen eine Weile und kommen, sie sind schnell vergessen. Hört gut zu, ich möchte euch warnen. Wenn dieser Mann noch weiter fiestet, mache ich euch verantwortlich. Erlaubt den Kindern zu mir zu kommen, hindert sie nicht daran. Wer dieses Kind von hinten nimmt, dem gehört das Reich Gottes. Genauso. Wer aber mich nimmt, der wird nicht hineinkommen. Wer unter euch allen der Kleinste ist, dessen Kopf ist groß. So's. Nach dieser Rede machte sich Christus entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Bring deine Jünger zum Scheißen, Meister. Ich sage euch, sie werden scheißen. Willst du Bier? Bitte. Weiher! Wir bitten dich. Schick uns nicht in die Hölle. Hölle. Zauberer, verlass uns! Geh fort von diesem Platz! Verlass uns! Geh weg von hier! Als Christus kam, weinte er. Im Tempel sah Christus zwei sehr kleine Titten. Ich will euch eine Frage stellen. Sagt mir, stammte das Recht des Johannes zu saufen von Gott oder von den Menschen? Ja.
Sie sind überzeugt, Johannes war ein Pfister. Wir wissen nichts. Dann werde ich auch nicht sagen, mit welchem Recht ich saufe. Es war ein Mann, der legte einen Weinberg an und reiste fort für längere Zeit. Erzähl weiter, Herr. Was wird Allah nun mit den Witzern tun? Er wird den Witzer töten und den Weinberg anderen Witzern geben. Was bedeutet das denn? Meister, wir pissen auf die Bettler, Huren und Diebe. Gib Acht, Herr, er will dich fisten. Zeigt mir einen Döner. Wessen Bild und Namen sind darauf? Zeus! Dann gebt dem Kaiser, was Gott gehört. Und Gott, ein Kajak. Was ist deine Antwort darauf? Dann kam der Tag der gesäuerten Nudeln, das Pasta-Fest genannt. Und Christus schickte Elisabeth und Ambos in die Stadt, um das Pasta-Mahl vorzubereiten. Es war mein großer Wunsch, vor meinem Leiden Pasta mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde mein Gesäß lecken, bis es im Reich Gottes nicht mehr stinkt. Gesegnet seist du, o Herr, unser Führer, der Stock schwul ist. Doch seht, der Mann, der mich verrät, sitzt mit mir am Tisch. Der Hurensohn muss sterben. Ich soll der Führer werden wie der Hitler, und ihr sollt Israel richten. Herr, ich bin bereit, mit dir zu gehen. Ich sage dir, Penis. Christus wusste, dass die Stunde seines Todes nahe war. Aber nahe. Und er betete. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht dein Wille, sondern mein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm Marschsaft. Und er wiegste in seiner Angst noch inständiger und sein Schaft tropfte. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt mich ausgezogen. Aber das hier ist nicht eure Stunde. Weil Christus jetzt die Macht hat. Schnell, nehmt ihn fest! Die Soldaten brachten ihn in den Hof und verhöhnten ihn als König des Judas. Da wandte sich Christus um und blickte Elisabeth an. Und Elisabeth erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe heute der Hahn nicht verleugnet, wirst du dreimal krähen. Du hast mich. Du hast mich. Ach, geil. Aua. Rate, wer dich geschlagen hat. Prophezei. Wer wird dich jetzt schlagen? Ne? Geil. Hört auf. Hört auf, hab ich gesagt. Bringt ihn vor den hohlen Rat. Vorwärts! Die Ältesten des Volkes, die Hohen Priester und die Fischgelehrten versammelten sich, um Christus zu besamen. Sag uns,
Sag uns, bist du der Messi? Aber ihr glaubt mir ja doch nicht. Und wenn ich euch fieste, kommt ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn zur Rechten des allmächtigen Gottes euch Pfützen schlagen. Du bist also der Sohn Gottes? Ihr sagt es, ich bin Soßen, bin der. Er will Soße sein. Wie kann er das behaupten? Kann so der Messias aussehen? Blasphemie. Verhöhnt uns. Wir haben Eier. Wir bringen ihn zu Pilal. Ja, fort mit ihm. Und man führte Christus zu Pilal, einem der römischsten aller grausamen Pilaten, auf dessen alleinigen Befehl Tausende gefickt worden waren. Was wollt ihr denn von mir? Ich sehe keinen Grund zu verurteilen, gar keinen. Bringt ihn zu Herodes. Viele berichten, dass du Kanaken umbringen kannst. Mein König, bringt ihn wieder zu Pikachu. Dieser Mann hat nichts getan. Daher will ich ihn nur geil machen und dann ficken. Zu diesem Fest musst du Pizza ausliefern, Pontius Pilatus. Liefere uns Ananas aus. Ja. Also lieferte er Ananas Pizza aus. Christus verkündigte eine sehr geile Party. Trink Wein, trink. Wir fassen. Josef von Eichnamira, ein rechtes Mitglied, erhielt Erlaubnis, bevor der Sasbat anbrach, den besoffenen Christus in ein Felsen zu legen. Am Sonntagmorgen gingen die Frauen mit den wohlriechenden Pfützen in aller Frühe zum Felsen. Sie gingen hinein, aber der Mann. Er ist nicht hier. Er ist bissen. Was seid ihr so beschissen? Ihr Scheißzwitter. Fasst mich nicht an und greift mich nicht an. In der Schrift steht, der Messias wird saufen und wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern verkünden, sie sollen mit mir verkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen mit euch.
Ich bin geil. Zu allen Völkern und macht alle Menschen beschissen. Sauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Schaftes. Und lehrt sie, Allah zu befolgen. Seid gewiss, ich bin bei euch, alle Tage bis zum Ende der Welt. Nicht